So, herzlich willkommen zu diesem neuen Display öffnen. Heute öffnen wir dieses wunderbare Raritäten-Display hier. Auch noch schön original verpackt. Und zwar sind das die Kolibris von Mugnico. Ja, dann die Rückseite und schauen wir uns an. Das schöne Warenzeichen hier. Ein Gewicht von 230 Gramm. Die BRM-Nummer. Gegenstand mit der unbedruckten Seite nach unten auf den Boden legen. Vorsicht, Feuerkreisel steigt auf. Hier ist doch mal der Mokan. Und das ist das letzte Raritäten-Display, was ich noch nicht geöffnet habe. Und jetzt ist es soweit. So, wir haben es geschafft. So. Umknicken. Und eine Schachtel entnehmen. So sehen sie also aus, die Schachteln. Kolibri Feuerkreisel. Unter 18 Jahren erlaubt. Mit BRM P1 Nummer. Nochmal der Aufdruck. Verwendungsbestimmung. Oh, hier ist es schon irgendwie drüber. Okay, dann ist jetzt der Moment gekommen. Ah, hier ist schon was umgeknickt. So sehen die aus. Ich hole sie jetzt mal alle raus. So, das ist jetzt die Gesamtansicht und da sind die einzelnen Teile. Auch hier nochmal, nein, da gibt es nicht noch viel dazu zu sagen, einfach nur nochmal dieser Aufdruck. Und dann sehen wir uns draußen bei der Zündung. Viel Spaß! So, der Mugnico Kolibri, ich freue mich sehr. Oh, das ist ja unglaublich schön. Gleich den nächsten. War flacher, aber echt cool. Und auch schon der dritte. Ui. Oh, der wollte gar nicht so hochsteigen, Hilfe. Und jetzt noch der vierte und dann sage ich einfach mal, ich verabschiede mich bis zum nächsten Display öffnen. Trotz allem wieder mit normalen Displays. Na, die Lunte will nicht, weil sie auf dem Erdboden liegt. So, jetzt. Ui, interessante Flugbahn. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.